Na, was haben wir denn da? Wir müssen noch eine Vorrichtung aktivieren, damit sich die Tür öffnet. Ich sollte nach einer Höhle suchen, in der dritte Schalter sein könnte. Wir sollten vor allem den Weg finden, wie wir den Fetti da wegkriegen. Das würde mich mal interessieren. Nee. Bleib stehen, was auch immer du bist. Du bist bestimmt schmackhaft. Reicht. Nee, verdammt. Nicht doch in die Richtung. Halt. Pikaya. Okay. Sure. Hey Bench, ich sehe gerade, du hast den Hammer. Wenn du einen Fisch mit ihm killst, bekommst du einen Erfolg. Vielleicht auch nicht. Also, will damit sagen, die Steam Achievements sind bei mir total verbuggt und ich habe knapp die Hälfte der Achievements, die ich haben sollte, bislang nicht bekommen. Von daher, abgesehen selbst davon, wäre es mir halt relativ egal. Also, selbst wenn es gehen würde. Aber es hat sich gerade angeboten. Aber ich werde das Achievement wahrscheinlich nicht bekommen haben. Also ich gehe stark davon aus. Ich frage mich immer noch, wie wir den einen Großen da wegkriegen. Und ich hätte gern Munition, damit würde ich mich irgendwie deutlich sicherer fühlen. Sauerstoff wäre auch nicht verkehrt. Okay, der ist schon mal... Ah, da ist beides perfekt. Dann müssen wir nur den Kollegen erstmal wegkriegen. Ich glaube, nach dem Spiel brauche ich einfach eine neue Tastatur. Oh, guck mal, wer schwimmt denn da unten, wenn das nicht Suwam ist? Du hast mir gerade noch gefehlt in meiner Sammlung. Was machst du denn hier? Naja, ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, da die Hitze unter dem Gletscherbereich zurückgegangen ist. Ich kann Menschen wie dir nicht voll vertrauen. Daher bin ich, der Held des Seevolks, der den Riesengardon besiegt hat, hierher gekommen, das Ding persönlich zu aktivieren. Aber ich brauche deine Hilfe, denn da drinnen ist jetzt ein ziemliches Durcheinander. Oh ja? Wie durcheinander? Das wirst du schon selbst sehen. Kann Suwam bitte einfach von dem nächstbesten Riesenvieh gefressen werden? Boah, es ist ein Fisch, der nicht aggressiv ist hier unten. Ich bin überrascht. Bevor wir da reingehen, schaue ich nochmal hier runter, ne? Einfach so aus Neugier. Jo, der Stein stinkt. Torbernit. Okay. Noch nie von gehört, aber whatever. War eine Quest, haben wir gemacht. Kommen wir 20 virtuelle Punkte für die wir am Ende nichts mehr erhalten. Fantastisch. Ja, ich bin bereit reinzugehen. Let's go. Hier oben ist kein Wasser. Die Wurzeln des göttlichen Baums sind in der Nähe. Sie saugen die Wärme aus dem Boden. Da der Baum mutiert ist, scheint er alles aufgesogen zu haben. Der Boden um ihn herum ist völlig ausgetrocknet. Ich muss den inneren Wasserweg öffnen, um das Wasser wieder aufzufüllen. Aber ich kann die Vorrichtung dort oben nicht erreichen, da sie nicht im Wasser ist. Mensch, geh hoch und aktiviere die Vorrichtung auf mein Signal. Du willst, dass ich da hochgehe? Natürlich, du kannst da ja nicht hochgehen. Alles klar, warte. Wow, ich muss Suwam jetzt sogar spielen?
Das habe ich nicht verdient, oder? Finde das nicht okay. Unsere Chance, ja, ich befürchte, wir werden ihn am Leben lassen müssen. Also selbst er kommt nicht gegen die Strömung an, ist klar. Es tut mir nicht leid, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ach, das tut mir nicht leid. So, ich schätze, da müssen wir mal wechseln. Pff, sieht das kacke aus. Ah, Checkpoint, sehr schön. Das heißt, wir müssen da nicht alles normal machen. Das ist doch was. Mal weiter, soweit wir können, ne? Verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum nicht. Das war jetzt nicht unbedingt die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Nicht so machen, dass... Ah, warte. Musst du nach unten in Wirklichkeit? Du kannst nach unten auf jeden Fall. Aber cool, hier ist einfach gar nichts. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber dann kann ich das auch so machen, dann können doch auch beide weiter, oder? Ja. Sehr gut. Erstmal mit Dave weiter. Na, ob wir da schnell genug durchkommen? Ich weiß ja nicht. Gut, das ist passiert. Während die Wand hochging, wurden wir davon zerquetscht. Klare Sache. Wir das? Im Leben nicht, oder? Doch. Nice. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was das macht, aber... Achso, ja, wir sind jetzt zwangsläufig wieder hier respawned, ja, okay. Macht Sinn. Dave. Dann schmeißen wir hier gleich irgendwo Licht an, vermutlich. Ah ja. Oder so.
Können wir hiermit schon das Eis wegtauen? Nee, okay. Das ist halt so ein eingefrorener Schalter, aber... Okay, das taut jetzt von alleine weg, alles klar. Und dann... Was passiert, wenn wir hier dran ziehen? Aha! Dachte ich es mir doch. Schon gewusst, warum ich Dave da parke. Oh, neat, okay. Also so scheiße ich Subam finde, das ist ganz cool gemacht. Wäre halt irgendwie netter gewesen, wenn wir einen anderen Charakter da gehabt hätten, der nicht die eingebildetste Person auf dem Planeten ist. Ja. Oh, hier gibt es einen Hebel. Du bist da, ja, zieh den Hebel. Da unten ist noch ein anderer Hebel, den ziehe ich selbst. Gib mir ein Signal, wenn du bereit bist, Mensch. Oh, da oben hat das Wasser begonnen zu fließen. Oh gut, das sieht wie eine wichtige Vorrichtung aus, die den Ort hier mit Wasser füllt. Du hast daran gezogen, ohne zu wissen, was er tut? Ich vertraue meinem Bauchgefühl, weißt du? Es füllt sich mit Wasser. Ich sollte meinen Anzug bereit machen. Da drinnen scheint es einen Weg zu geben. Rein geht's. Eindeutig schweres Wasser, erst nachdem Dave reingesprungen ist. Zum Glück war dieser Weg mit Wasser gefüllt. Ah, dieser Ort ist voll mit Zweigen des göttlichen Baums. Zweige? Ich hätte es ja Wurzeln genannt, aber okay. Wird der Baum durch irgendetwas stimuliert? Dieses Wachstum ist nicht normal. Ich muss den Kontrollraum betreten, um zu sehen, was das ist. Gehen wir zum inneren Schalter, Mensch. Folge mir! Von diesem Punkt an kannst du sowohl Delph als auch Suvam gleichzeitig kontrollieren. Suvam hat die Fähigkeit, den Durchgang der Röhrenwürmer freizumachen und mittels Sprinten durch Meeresströmung zu dringen. Ja, aber sollte ich dann... Ich muss die jetzt gleichzeitig steuern? Boah. Also ich kann sie auch getrennt steuern, aber es ist halt so... Okay, keine Hand mehr an der Maus. Es ist jetzt so One Player, Two Controllers, so ungefähr. Gott, das ist weird. Help. Ja, ist auch schön, dass... Spätestens wenn du vier Inputs gleichzeitig drücken willst, geht es halt auch je nach Tastatur nicht. War ein Unfall, ich schwöre. Es ist ganz aus Versehen passiert. Das war echt nicht beabsichtigt, aber das glaubt mir jetzt halt niemand mehr. Achso, den Schalter muss ich gar nicht mehr. Alles klar. Keiner hat's gesehen. Keine Zeugen. Klare Sache.
Okay, das alleine macht halt nichts. Alles klar, habe ich verstanden. So, und was immer ich tue. Angeblich kann ich mit. Achso, mit der rechten Shift-Taste kann ich sprinten. Ja, okay. Gott, das ist weird. Und dann kann ich loslassen und wahrscheinlich können wir dann einfach. Ah, okay. Okay. Warum kann ich denn mit Suwam nie nach unten schwimmen? Das war gerade richtig sinnlos. Ich konnte ihn nach links und rechts bewegen, aber nicht nach unten. Jetzt kann ich Dave nicht nach unten bewegen. Was halt eher ungünstig ist. Vernünftig steuern ließe. Ich meine, an sich, die Idee ist ganz cool. Reicht jetzt aber auch. Also war jetzt ganz nett bis hier. Einfach nur zur Seite hieven? Ist das der Deal? Es geht halt so semi-gut. Oh Gott, muss man gerade tauschen. Jetzt macht mich das irgendwie kirre. Ja, geht nicht so richtig gut, aber es reicht wahrscheinlich auch, um durchzukommen. I guess. Schön. Okay. Ist das so eine Timing-Sache? Naja, das war irgendwie abzusehen. Okay. Gut, dann du dahin, du dahin. Funktioniert ja super. Ach so. Ich verstehe. Die sind jetzt permanent aktiv. Okay. Na, gucken wir mal, ob wir hier reinpassen. Sieht gut aus. Schon rausgekonnt, aber. Schön, dass auch nur einer sprintet, wenn ich bei beiden Sprint drücke. Ja, jetzt können sie es wieder. Okay. Okay. Oh, okay. Neat. Es hat so ein bisschen was von Lost Vikings. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Okay. Kannst du das Ding bitte festhalten? Danke.
Und es wäre total gut, wenn ich halt bei beiden zur Seite bewegen drücke, wenn ihr euch beide gleichzeitig bewegt. Was ihr jetzt aber offenbar auch nicht mehr könnt. Du passt dich meinem Unterwasserrhythmus an. Menschen sind doch nicht so hoffnungslos, wie sie schienen. In Ordnung, nehmen wir die Tür da vorne und legen wir den Schalter um. Es hat sogar auf deiner Laptop-Tastatur funktioniert? Keine Ahnung. Also mal ist es halt auch so, oh, 4 Button-Inputs gleichzeitig, kein Ding. Und dann so 2 zeitgleich, nein. Oh, wer bist denn du? Oh, was ist das für eine Kreatur? Schau dir seine Schnauze an, wie gruselig. Ich habe ihn schon einmal im Kodex der vorzeitlichen Kreaturen gesehen. Es ist ein Helikoprion, wenn ich mich recht erinnere. Aber er starb vor 2 Millionen Jahren aus. Vielleicht war er im Eis eingeschlossen und ist nun freigekommen, da das Eis schmilzt? Die Frage ist, muss ich jetzt mit beiden gleichzeitig gegen ihn kämpfen? Habe ich halt gar keinen Bock zu. Kann ich den nicht einfach wegsnipern? Ich würde gerne nur Dave spielen. Oh, wir wurden gesichtet. Was sollen wir machen, Suvam? Suvam? Okay, cool. Da ist Munition. Perfekt. Mensch, dieser Ort scheint strategisch wichtig zu sein. Da es sich um ein vorzeitliches Tiefenwesen handelt, kann es kein helles Licht ertragen. Ich werde hier eine Frucht des göttlichen Baums schlagen, um ihn zu blenden. Du lockst die Kreatur an. Ich hoffe, das machst du automatisch. Das hört sich nach einer vernünftigen Taktik an, aber es wirkt, als würdest du dich einfach nur verstecken. Na, wie auch immer, die Zähne sehen extrem gefährlich aus. Ich sollte mich entweder verstecken oder, wie Suvam sagte, die Frucht des göttlichen Baums benutzen. Das funktioniert ja super. Die Frage ist, kann ich auf ihn schießen? Oh, das mache ich mal noch nicht. Aber wobei, löst sich das auf? Im Zweifelsfall löst sich das auf. Ich mache das schon mal. Also ich werde auf jeden Fall auf ihn schießen können. Die Frage ist, macht das Schaden? Die Antwort ist ja. Die Antwort ist auch, das macht Schaden. Wer konnte damit rechnen? Na, Phase 2. Ich gehe mal. Ich nehme die Munition da unten. Danke. Ersatzsauerstoff wäre irgendwie cool. Also was Luxuriöses haben wir hier nicht. Stecken bleiben. Boom, Bitch. Scheiß auf göttliche Frucht. Schießen ihm einfach das Hirn weg. Nur wenn du es sagst. Nun, das Monster ist weg und wir können die Tür öffnen. Gehen wir rein. Nein, erst looten. Looten ist wichtig. Okay. Dann hätten wir den Kram. Weiter links war noch Munition. Also wir werden sie wahrscheinlich jetzt nicht brauchen, aber ich würde sie einfach mal mitnehmen. Man weiß ja nie. Okay, wo gehe ich jetzt hin?
Ich habe nicht gesehen, wo die Tür ist, ehrlich gesagt. Aber ich nehme... Ah, hier oben wäre Sauerstoff gewesen, okay. I'll take it. Okay, ist das einfach... Also, ist das jetzt der Durchgang, den er hier aufgemacht hat? Achso, er ist jetzt auch einfach weg. Ja gut, klar. Wir haben ihn ja auch ausgenommen. Dann gehen wir einfach da unten rein. Gute Sache. Hier ist der letzte Schalter. Hm, er ist größer als der im zweiten Zimmer. Hilf mir, Suvam. Du kannst nichts ohne mich tun, Mensch, was? Doch, kann ich. Ich wäre ganz vorsichtig an deiner Stelle. Ganz vorsichtig, mein Freund. Es ist sinniger, wenn du weiter oben schiebst. Hebelwirkung und so. Aber danke für deine Hilfe, I guess. So, und jetzt haben wir einen Stöpsel gezogen und lassen das ganze Wasser aus dem Dorf des Seevolks ab. Fließt jetzt alles in den Marianengraben und ist weg. Und heute Mittag gibt's Fischstäbchen. Okay, ich habe den letzten Schalter aktiviert. Die Tür zum Kontrollraum sollte jetzt offen sein. Ich muss durch den Ausgang raus und sehen, was draußen los ist. So, warum lassen wir einfach hier, ne? Suvam im Brot? Weiß nicht. Ich glaube, den würde ich nicht mehr essen wollen. To be fair. Nee, runter war in Wirklichkeit Unfug, ne? Ja. Gut, dann haben wir immer noch das Problem, dass der große Dude da ist, wo ich keine Ahnung habe, wie wir dem Schaden machen. Also ich habe es mit der Harpune noch nicht probiert, aber wenn die Sniper keinen Schaden macht, zumindest nicht da, wo ich ihn getroffen habe. Wir könnten es halt mal von unten probieren. Oder wir ignorieren ihn einfach. Das würde vermutlich auch gehen. Na, das sieht sicher aus. Huch, die Kontrollraumtür ist noch geschlossen. Die Tür wird von den Wurzeln des göttlichen Baums im Innern blockiert.